Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video über die kirchengeschichtlichen Anfänge der Pfingstbewegung. Die Pfingstbewegung ist heute, ja, man kann sagen, der größte Zweig des protestantischen Christentums. Und von daher sollte man sich mal damit auseinandersetzen. Man versteht die Pfingstbewegung aber nur, wenn man ihre Herkunft ja aus ihrem Traditionsweg des Protestantismus versteht. Die Pfingstbewegung kommt nämlich ursprünglich aus der Heiligungsbewegung. Also wenn man das mal nachvollzieht, da gab es die Reformation im 16. Jahrhundert und die hat sich ja vor allem mit der Frage nach der Rechtfertigung aus Glauben allein beschäftigt. Man hat eine katholische Werkgerechtigkeit abgelehnt und von daher trat das Thema des gelebten Glaubens, der Ethik, der Werke danach erstmal etwas in den Hintergrund. Es war vor allem die Freude an der Gnade, die einem das Heil geschenkt hat. So kam es dann irgendwann im Protestantismus zu Gegenbewegungen, die gesagt haben, wir müssen doch wieder stärker auch darauf pochen, dass wir auch mal über das gelebte Leben reden und welche Auswirkungen der Glaube auf unser Leben hat, sozusagen biblisch gesprochen, was denn die Früchte des Geistes sind nach Galater 5, Vers 22. Oder was man dann unter dem Begriff Heiligung zusammengefasst hat. Die Christen, die sich besonders mit dem Thema Heiligung beschäftigt haben, das waren in Deutschland die Pietisten. Denn ihr wisst ja, was ist ein Pietist? Einer, der Gottes Wort studiert und nach demselben auch ein heilig Leben führt. Darum ging es ihnen, dass das sich ins Leben umgesetzt hat, dieser Glaube. Und im englischsprachigen Raum ist dieses Thema Heiligung dann vor allem vom Methodismus aufgegriffen worden. John Wesley hat das ausgearbeitet und sozusagen bis ins Extrem ausgereizt, bis zu einer Art fast perfektionistischem Heiligungsstreben, so dass man 100% rausfinden wollte, was Gott aus einem Leben machen kann und wie der Heilige Geist im Leben wirken kann. In dieser Tradition John Wesleys hat sich dann im 19. Jahrhundert eine überkonfessionelle Heiligungsbewegung etabliert, die sich dann auch international ausgebreitet hat, nach Deutschland gekommen ist und dort die Gemeinschaftsbewegung mit initiiert hat. So ganz kurz mal gesehen der konfessionelle Vorgeschichtsweg der Pfingstbewegung, denn in dieser Heiligungsbewegung, die dann auch zur Gemeinschaftsbewegung in Deutschland geführt hat, waren jetzt einige Menschen sehr prominent, die so als Vorläufer der Pfingstbewegung gelten können. Ich habe hier mal drei Leute zusammengestellt. Der Mann hier links, das ist Reuben Archer Torrey, der kam aus den USA, er war in Chicago der Nachfolger von Dwight L. Moody am Moody Bible Institute und auch in der Gemeinde Moody's in Chicago. Er redete sehr viel über das Thema Geistestaufe. Er verbreitete ein Verständnis, dass die Geistestaufe ein Durchbruch zu einem höheren Glaubensniveau ist. Das, was schon John Wesley angedeutet hatte, es gibt eine zweite Stufe. Diese Stufe, sagt Torrey, ist erreichbar durch einen Durchbruch zu einem höheren Glaubensniveau, wo dann ein sogenanntes Siegesleben möglich ist, nämlich eine dauerhafte Überwindung der Sünde. Das ist das, was John Wesley schon proklamiert hatte. Es gibt die Befreiung davon, willentlich und wissentlich noch bewusst zu sündigen. Und wenn man also Sieg über die Sünde hat und nicht mehr sündigt, dann bekommt man auch eine vermehrte Kraftausrüstung für den Dienst, dann kann man von Gott viel besser gebraucht werden, dann bekehren sich Menschen durch einen und man wird wunderbar gebraucht für den geistlichen Dienst. Ähnlich vertrat das auch dieser Mann hier in der Mitte, Andrew Murray aus Südafrika, und in Deutschland wurde der bedeutendste Vertreter dieser Heiligungsbewegung, der dann auch der Bahnbrecher für die Pfingstbewegung wurde, Jonathan Paul, den wir hier rechts sehen. Jonathan Paul, wer über den was Näheres noch wissen will, da gibt es hier eine eigene Biografie auch über den,
von Ernst Giese. Und da kann man so seinen ganzen Lebenslauf nacherzählt bekommen. Das waren jetzt also Vertreter der Heiligungsbewegung, die sagten, es müsste durch eine Art Geistestaufe so einen plötzlichen Durchbruch geben. Andere haben gesagt, nee, so das Leben im Geist, so der Weg zur Vollkommenheit ist doch mehr ein Weg, das ist ein längerer Prozess. Andere sagten, wie Charles Finney, es gibt im Leben mehrere Geistestaufen, immer wieder mal besondere Erlebnisse, dass Gott einem mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also da war man sich nicht einig, aber die Tendenz ging immer mehr dahin, es muss eigentlich ein tolles Erlebnis geben, wie man merkt, dass man vom Heiligen Geist getauft ist. Aber die Frage war immer, woran merkt man das eigentlich, dass man mit dem Heiligen Geist getauft ist? Und wie kann ich bei jemandem das beurteilen? Ist der schon mit dem Heiligen Geist getauft oder nicht? Was ist das eigentliche Zeichen davon? Und wie kann man diese Geistestaufe kriegen? Ist das reine Glückssache, reine Gnade oder kann ich irgendwas machen? Und da ging die Tendenz dahin, dass man sagt, du kannst was machen. Du musst dich einfach dem Herrn völlig ausliefern und dich ganz öffnen für ihn. Und dann wird er sozusagen, wenn du die Tore aufmachst, dann wird Gott 100% seines Geistes in dich schenken. Das entscheidende Bindeglied zur Entstehung der Pfingstbewegung ist jetzt, dass eine ganz bestimmte Theologie damit verknüpft wurde, mit dieser Heiligungstheologie. Und diese Theologie, die da jetzt dazu kam, die hat dieser Mann hier entwickelt, Charles Parham. Charles Parham war ein Amerikaner und der machte sich ziemlich viele Gedanken um das Thema Zungenrede. Das Thema Zungenrede oder wie man es theologisch als Fremdwort ausdrückt, Glossolalie oder auch manche nennen es auch Sprachengebet. Davon ist schon im Neuen Testament die Rede. Zum einen haben wir die Pfingstgeschichte in Apostelgeschichte 2. Und da heißt es ja, dass die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt in fremden Sprachen predigten. Jedenfalls die Leute haben aus verschiedensten Nationen haben sie in ihrer eigenen Muttersprache predigen hören. Und dann gibt es noch vor allem 1. Korinther 14 im Neuen Testament, wo Paulus davon berichtet, dass es in der Gemeinde in Korinth Leute gibt, die die Gabe der Glossolalie hatten und die unverständliche Sätze redeten oder beteten. Und Paulus sagt, das ist ganz schön, das ist ein tolles Beten in unverständlicher himmlischer Sprache oder was auch immer das ist. Das kann man sehr schön für sich selber machen, das tut einem geistlich gut. Aber wenn du das in der Gemeinde machst, dann sollte es auch jemanden geben, der das übersetzen kann, damit die Gemeinde auch mitkriegt, was du da eigentlich gerade redest. Diese Glossolalie, die Zungenrede, verlor sich dann irgendwie im Lauf der Kirchengeschichte und es ist nicht mehr viel davon die Rede, manchmal ganze Jahrhunderte, wo man nichts davon hört. Dann so in der Neuzeit taucht es hier und da mal wieder auf bei den französischen Kamisaden, das waren so verfolgte Hugenotten, da gibt es manche Berichte um 1700. Auch bei den Deutschen, bei den sogenannten Inspirierten, einer radikal-pietistischen Gruppe von Friedrich Rock, auch so um 1700. Dann gab es um 1830 mal in England eine Gemeinde von einem Edward Irving, wo es zu Zungenreden kam. Da soll sogar ein Mitglied des englischen Parlaments mal dazu gehört haben, Henry Drummond, der ja auch in Zungen geredet hat. Das hat damals in England schon Aufsehen erregt. Daraus entstand dann eine eigene Sondergemeinschaft, die Irvingianer. Später nannte man sie dann die katholisch-apostolische Kirche. Also in diesem Zusammenhang neue Geistesgaben, das waren auch so Gruppierungen, die da entstanden, die sich so ein endzeitliches Verständnis hatten, die sagten, nach Joel 3 soll in den letzten Tagen sollen wundersame Phänomene auftreten. Und jetzt ist es soweit, diese Gaben, jetzt auch die neue Erweckung der Gabe der Zungenrede, das könnte ein Zeichen der Endzeit sein. Aber es blieben doch sehr begrenzte Phänomene. Hier und da hat mal einer
in Zungen geredet oder mal so eine kleine Gruppe, aber dann war es auch wieder vorbei und es waren vereinzelte Phänomene. Auch Dwight L. Moody, der soll das auch mal erlebt haben, 1875, als er in London evangelisiert hat, dass es da bei einer kleinen Gruppe von jungen Männern zum Zungenreden gekommen sei. Aber das war alles noch keine Pfingstbewegung. Dafür war dieser Mensch hier in der Mitte zuständig, dass er das zur eigentlichen Pfingstbewegung gemacht hat. Und dazu brauchte es nämlich einen theologischen Kniff. Dieser Charles Fox Parham, der hat die Theologie der Heiligungsbewegung mit einer besonderen theologischen Erkenntnis verknüpft. Der Charles Parham war ein Methodistenpastor, der kannte auch die Theologie der Heiligungsbewegung, dass man auf eine höhere Stufe des Glaubens noch kommen kann durch eine Geistestaufe. Er übernahm auch die Lehre der Glaubensheilung, gehörte also auch zur Heilungsbewegung und gründete in Topeka in Kansas ein Heilungszentrum. Und dort eröffnete er dann im Jahr 1900 eine eigene Bibelschule. Die gab es nur ein Jahr, diese Bibelschule, die Bethel Bible School in Topeka, Kansas. Und in dieser Bibelschule gab es nur ein einziges Buch, die Bibel. Das war das Lehrbuch für alles. Und Charles Parham studierte also mit seinen 40 Schülerinnen und Schülern die Bibel. Tag aus, Tag ein, er gab ihnen Aufgaben, was sie aus der Bibel rausfinden sollten. Und Parham war dann im Jahr 1900 so weit, dass er eine Erkenntnis hatte. Er sagte nämlich, ich lese in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2 und dann auch weiter, dass es ein ganz bestimmtes Zeichen gibt, wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, nämlich die Zungenrede. Für die Geistestaufe gibt es ein klares, sofortiges Zeichen, Initial Evidence. Die Zungenrede, und das ist nicht nur ein besonderes Randphänomen irgendwelcher Gruppen oder Einzelfälle, dass das mal mit Zungenreden zusammenhängt, die Geistestaufe, sondern Parham sagte jetzt, das ist nach meiner biblischen Erkenntnis das Normale, dass ein wirklich erfüllter Christ bei dem Empfang der Geistestaufe sofort anfangen soll, in Zungen zu reden. Das ist die entscheidende neue Erkenntnis von Parham. Initial Evidence gibt es, dass ein sofortiges, beglaubigendes Zeichen, dass jemand mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Und er gibt das seinen Studierenden auf, das nochmal näher zu erforschen. Dann gibt er ihnen so über Silvester 3 Tage diese Aufgabe, sich mal mit Apostelgeschichte 2 zu beschäftigen. Und Leute bekommen diese Erkenntnis und wollen das jetzt auch selber erleben und erwarten. Und dann gibt es eine Studentin, die sehen wir hier rechts, von ihr gibt es nur dieses kleine Bild, das erst kurz vor ihrem Tod 1937 aufgenommen wurde. Aber ihr müsst sie euch noch 36 Jahre jünger vorstellen. Am 1. Januar 1901, abends um 11 Uhr, bittet Agnes Osman Charles Parham, dass er ihr doch die Hände auflegen soll und um eine Geistestaufe bitten soll. Und Parham macht das und Agnes Osman empfängt die Geistestaufe am 1. Januar 1901 mit der Initial Evidence, mit der sofortigen, sichtbaren Beglaubigung, dass sie vom Heiligen Geist getauft wurde, indem sie anfängt, in einer fremden Sprache zu reden. 1. Januar 1901, offiziell der erste Tag des 20. Jahrhunderts. Ein neues Jahrhundert beginnt und eine neue Bewegung beginnt, indem Agnes Osman in einer fremden Sprache redet. Und zwar eine unverständliche Sprache, die Umstehenden nicht verstehen, aber man holt einen Experten und man kriegt raus, dass Agnes Osman Chinesisch spricht. Fließend Chinesisch, was sie nie gelernt hat. Sie kann 3 Tage lang kein Englisch mehr sprechen, sie spricht nur noch Chinesisch. Man bittet sie, etwas aufzuschreiben und sie schreibt chinesische Schriftzeichen.
Wenige Tage später bekommen auch ungefähr die Hälfte der anderen Studierenden und auch Parham selbst die Gabe des Zungenredens. In dieser Bibelschule von 40 Leuten wurden dann also 21 verschiedene Sprachen gesprochen. Was diese Bibelschule und Parham sagte, das ist jetzt das Siegel des Heiligen Geistes. Die Geistestaufe haben wir erlebt und wir haben dieses beglaubigende Zeichen, Initial Evidence, erhalten. Wir können in fremden Sprachen sprechen. Das ist das Zeichen, dass die Endzeit jetzt anbricht. Und so wie die Apostel in Pfingsten die Leute in verschiedenen Sprachen jetzt anpredigen konnten, so können wir jetzt als Missionare in alle Welt gehen, ohne noch Sprachstudium zu betreiben, weil das Sprachproblem ist durch Gott gelöst. Der Fluch des Turmbaus zu Babel ist endlich zurückgedreht. Wir können vom Heiligen Geist geleitet jetzt missionarisch wirken, weil wir alle Sprachen können. Das war so der Ursprungsimpuls. Man hat das dann tatsächlich versucht, Leute in die Mission zu schicken, aber das mit den Sprachen hat leider doch nicht so geklappt, bis man das irgendwann dann auch aufgegeben hat, dass das Zungenreden tatsächlich real existierende Sprachen schenkt, so dass man, wenn ihr heute mit Pfingstlern redet, sagt das keiner mehr, sondern die Pfingstbewegung hat das dann verändert in etwas, was dann eher nicht mehr so wie Apostelgeschichte 2 klingt, sondern eher so wie 1. Korinther 14, unverständliche Sprache ist das Zungenreden, das aber ausgelegt und übersetzt werden kann. Das war in Topeka 1901 und das zog dann langsam seine Kreise. Jetzt müssen wir einen kurzen Seitenblick werfen auf Europa, denn kurz danach gab es eine neue Bewegung in Europa, eine Erweckung in Wales. Von Wales haben wir bisher noch nicht viel gehört, aber dort kam es 1904 bis 1906, noch bevor es die Pfingstbewegung in Europa gab, zu einer Erweckung. Vor allem einen Prediger war hier besonders im Blickpunkt, Evan Roberts, ich glaube auch noch eine andere Frau, Jessie Penn Lewis, und die waren Prediger dort und haben Großversammlungen gehalten. Viele Leute, Hunderttausende sollen zum Glauben gekommen sein da in Wales. Und das Besondere an dieser walisischen Erweckung war, dass es dort auch sehr ekstatisch zuging, sehr ungesittet für europäische und britische Verhältnisse. In Gottesdiensten wurde auf jede Ordnung verzichtet. Man überließ sehr viel der Leitung des Heiligen Geistes, wie man sagte. Leute schrien, Leute fielen um, Leute sagten, ich habe eine Vision, ich habe eine Prophetie. Und vereinzelt auch Leute, die anfingen, in Zungen zu reden, aber wieder nur vereinzelt. Evan Roberts zog sich nach 2 Jahren schon aus der Öffentlichkeit zurück und sah das Ganze, diese ganzen ekstatischen Phänomene dann etwas kritischer. Aber in Wales war sozusagen ein Boden vorbereitet für eine neue Welle eines enthusiastischen Christentums in Deutschland, könnte man sagen. Jetzt kehren wir wieder zurück nach Amerika, aber wir mussten diesen walisischen Zwischenschritt erstmal nehmen. Wir kommen jetzt nämlich zu diesem Menschen hier, William Seymour. Der endgültige Durchbruch der Pfingstbewegung, der fand in Los Angeles statt. In Los Angeles, da gab es einen Heiligungsprediger, Joseph Smail, der war in Wales gewesen. Der hatte die walisische Erweckung miterlebt und kam jetzt wieder zurück nach Amerika und gründete da eine Gemeinde und wollte das so im ähnlichen Stil wie in Wales machen. Ein anderer Prediger, Frank Bartleman, der kam in diese Gemeinde, fand das super und der schrieb dann dem Evan Roberts nach Wales und fragte, ob er nicht Tipps geben könnte, dass auch so eine Erweckung wie in Wales auch in Los Angeles mal anfangen könnte. So ein neues Pfingsten halt. So war also eine Verbindung geknüpft worden zwischen Wales und Los Angeles. Und der das dann sozusagen zum Durchbruch brachte, war dieser Afroamerikaner, den wir hier links auf dem Bild sehen,
William Seymour. Der hatte Charles Parham kennengelernt, also den wir vorhin gesehen haben, der in Topeka an seiner Bibelschule der Agnes Osman die Hände aufgelegt hat. Wie gesagt, dessen Bibelschule in Topeka, die bestand nur ein Jahr. Parham zog dann weiter und er eröffnete in Houston in Texas eine neue Bibelschule und da war dieser William Seymour gewesen. Ist vielleicht alles gerade ein bisschen verwirrend, aber wir merken diese persönlichen Verknüpfungen. Parham, der diese Idee hatte, wenn man eine Geistestaufe erlebt, muss man sofort in Zungen reden, der erzählte das auch in einer neuen Bibelschule in Houston. Und da saß dieser William Seymour mit dabei. Der durfte eigentlich gar nicht dabei sein, weil er ein Schwarzer war. Die Bibelschule war Segregation, also die Bibelschule durfte nur von Weißen besucht werden. Aber Seymour wurde erlaubt, so auf dem Gang durch eine geöffnete Tür zuzuhören, auch wenn er nicht bei den Weißen sitzen durfte. Und Seymour hörte sich das an, was Parham sagte, und er übernahm diese Theologie von Parham, dass man eine Geistestaufe kriegen konnte und dass das mit Zungenreden dann irgendwie zu tun hätte. Seymour zog dann 1906 nach Los Angeles um. Und in Los Angeles predigte er diese Lehre dann weiter, und zwar zunächst in diesem Haus hier, in der Bonnie Bray Street 214. Und er predigte das zuerst. Er konnte selber noch gar nicht Zungen reden, hatte diese Geistestaufe noch nicht erlebt. Aber nachdem er einige Abende da in einem Art Hauskreis diese Lehre immer wieder erzählt hatte, kam es schließlich zu einem Durchbruch. Am 9. April 1906 fielen Seymour und sieben andere Leute zu Boden, gerieten in Ekstase und redeten in Zungen, in unverständlicher Sprache. Das erregte Aufsehen, Schaulustige kamen, guckten sich das an, was da für ein Geschrei in dem Haus ist. Und das wurde so mehrere Abende hintereinander da durchgeführt, bis man sagte, oh, das ist hier in so einem Wohngebiet alles zu aufsehenerregend. Es gab Probleme und so suchte man sich ein neues Gebäude, wo man hinziehen konnte. Und man fand dieses Gebäude in der Azusa Street 312 in Los Angeles. Wir sehen dieses Gebäude hier im Hintergrund. Apostolic Faith Gospel Mission steht da dran. Das war in einer Art Industriegebiet, damit man, ja, da konnte man auch lauter sein und mal schreien oder so, ohne dass man Aufsehen erregt hat und Leute genervt hat. Und der Seymour gründete da also eine neue Gemeinde, die Apostolic Faith Mission. Und hier wurde dann das praktiziert, was in Bonnie Bray Street auch schon war. Die Leute fielen um. Sie fingen an zu tanzen, zu zittern, es gab Heilungen, es gab prophetische Sprüche. Und das Besondere an dieser Gemeinde, die sich hier jetzt etabliert hatte, im April 1906 in der Azusa Street 312, war, dass es eine Gemeinde von Schwarzen und Weißen zusammen war. Der Frank Bartleman, der war so der Chronist der damaligen Zeit, der hat gesagt, the color line has been washed away by the blood. Weiße und Schwarze zusammen. Wer diese Ereignisse nochmal so im Original nachlesen will, dem empfehle ich hier dieses Buch von Frank Bartleman's Azusa Street, wo Originalartikel aus der Zeit gelistet sind und man ein bisschen mal dann das nachvollziehen kann. Wer sich überhaupt mit der Pfingstbewegung in der Tabor-Bibliothek auseinandersetzen will, hier seht ihr die Signatur 477, da ist viel Literatur versammelt. Sogar die Los Angeles Times berichtete über diesen geistlichen Aufbruch, eine eigene Zeitschrift wurde rausgebracht, The Apostolic Faith, und ja, wir sehen hier auf dem Oldtimer, Jesus is coming soon, get ready, also auch schon sehr Endzeit bewegt, denn zwei Wochen später, am 18.04.1906, kam es in San Francisco, also ungefähr 1000 Kilometer weiter nördlich,
zu diesen verheerenden Erdbeben 1906, das katastrophale San Francisco-Erdbeben, so dass viele dachten, jetzt ist wirklich das Ende der Welt gekommen und jetzt reden die Leute hier in Zungen und jetzt kommt Jesus wirklich bald wieder. Das war ein unauslöschlicher Eindruck für viele. Großer geistlicher Aufbruch. Die Bewegung an diesem Ort selber, die verlor sich schnell in vielen Spaltungen. Die Gemeinde gab es nur 3 Jahre. Seymour und Parham stritten sich auch. Und auch viele andere Leute der Heiligungsbewegung, wie Torrey, lehnten das dann entschieden ab. Aber bis heute gilt Azusa Street als das entscheidende Geburtsdatum der Pfingstbewegung. Also die Pfingstbewegung, wenn die Jubiläum feiert, wann haben sie das gemacht? 2006, weil 1906 in der Azusa Street, da war die erste Pfingstgemeinde da. Das da vorher mit Topeka und Agnes Osmond, das ist so Vorläufer, so ein paar einzelne, aber richtig Bewegung wurde das jetzt hier 1906 in Los Angeles. Das hat sich dann sehr schnell weiter verbreitet, quer durch die USA, auch bis in die Ostküste. Und dort an der Ostküste erreichte es dann einen anderen Menschen. Und das war dieser hier, Thomas Ball Barrett. Das war ein Norweger. Das war ein norwegischer Methodistenprediger, der sich in Christiania engagierte. Christiania, so hieß damals 1906 die Hauptstadt von Norwegen, heute heißt sie Oslo. Und der Thomas Ball Barrett, der kümmerte sich dort um Alkoholiker, machte eine erweckliche Sozialarbeit. Und er brauchte Geld und machte deswegen so eine Art Kollektenreise nach Amerika, kam nach New York, kam dort in eine Gemeinde, wo jemand war, der in Los Angeles gewesen war. Und dort in dieser Gemeinde erlebte Thomas Ball Barrett seine Geistestaufe. Er ließ sich die Hände auflegen und redete in Zungen. Kehrte Ende 1906 nach Norwegen zurück und baute dort eine eigene Gemeinde auf, trat bei den Methodisten aus und wurde so der Führer der norwegischen Pfingstbewegung, wo jetzt auch Zungenreden und Krankenheilungen auftraten. Auch in England gab es erste Aufbrüche von Zungenreden, in Indien auch, und viele dachten, ist das vielleicht jetzt das neue Pfingsten, das, wovon die Bibel redet, was in der Endzeit kommen soll, stehen wir an der Schwelle einer neuen Erweckung. Das war die Sehnsucht, das war die Erwartung, das war die Freude. Und so kommt das jetzt alles auch nach Deutschland. 1907 sind wir jetzt. 1907 treffen sich Leute, die so von der Heiligungsbewegung geprägt sind, im April bei der sogenannten Brieger Woche. In Schlesien ist das, in Brieg. Und man redet über das, was man so hört, aus Norwegen, aus England, aus Amerika. Man fragt sich, ist das der geistliche Durchbruch? Das Thema dieser Woche heißt die Dienstausrüstung mit Geisteskraft und Geistesgaben. Und man guckt auf Wales, was da alles passiert ist. Und man wünscht sich, dass auch in Deutschland eine große Erweckung losgeht. Heinrich Dallmayr, der Mann, den wir hier sehen, der war da bei der Brieger Woche und er wird jetzt dafür gewonnen, ja, dass er auch so eine Sehnsucht kriegt, dass in Deutschland geistlich was passiert. Er ist da sehr offen dafür und er tut sich jetzt mit einem Menschen zusammen, der heißt Emil Meyer. Der leitet in Hamburg eine sogenannte Strandmission und der ist sehr offen für diese neuen geistlichen Phänomene. Und der reist nach Norwegen und guckt sich das an, was da in der Gemeinde von Thomas Ball Barrett so los ist. Und er ist begeistert davon. Und er erzählt seinem Freund, dem Heinrich Dallmayr, die beiden waren beide im Johanneum ausgebildet in Wuppertal, waren Evangelisten, der erzählt ihm davon und die beide fangen so Feuer für die Bewegung. Übrigens, wer sich über den Emil Meyer Gedanken machen will,
Da gibt es hier in diesem Buch, in der Zeitschrift für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte, man denkt es nicht, da gibt es einen tollen Aufsatz von Ruth Albrecht, die mal als erste dieses Leben von Emil Meyer erforscht hat, der die entscheidende Brücke darstellt, wie die Bewegung von Norwegen nach Deutschland gekommen ist. Er bringt nämlich aus Norwegen zwei Frauen mit, zwei Norwegerinnen, die in Zungen reden können, und er lädt sie ein nach Deutschland, die kommen nach Hamburg, da lernt sie auch der Heinrich Dallmayr kennen, und es entsteht der Plan, dass die beiden Frauen aus Norwegen mit Heinrich Dallmayr in Kassel mal Heiligungsversammlungen durchführen. So machen sie das auch, sie mieten vom 7. Juli 1907 an, also vom 7.7.7 kann man sich merken, mieten sie das Blaukreuzheim in Kassel. Das ist ein großer Neubau, der da ein paar Jahre vorher errichtet wurde, in der Schillerstraße 4. Da gibt es ungefähr 300 Plätze, so im Stadtzentrum von Kassel. Und diese Location wird gemietet und es werden Heiligungsversammlungen dort angeboten. Man macht das so in den gläubigen Kreisen bekannt, in den landeskirchlichen Gemeinschaften, und gibt Eintrittskarten aus, damit nur wirklich vorbereitete Menschen kommen, die sich sehnen nach geistlicher Erneuerung. Und es wird versprochen, in diesen Versammlungen soll es darum gehen, dass man das reine Herz empfangen kann. Das reine Herz, das ist eine Lehre, die vor allem Jonathan Paul akzentuiert hat. Der hat gesagt, man kann eben, wenn man diese Stufe der Heiligung erreicht hat, von aller bewussten Sünde frei werden. Man hat ein gereinigtes Herz, so dass man keinen Drang und keine Lust mehr zu sündigen hat und von Sünde frei ist. Jonathan Paul hat irgendwann mal gesagt, ich habe meinen alten Adam jetzt schon 3 Monate nicht mehr gesehen. Ab und zu passiert einem nochmal aus Versehen eine Sünde, aber normalerweise hat man mit Sünde nichts mehr zu tun. Und das erwartete man. Ausgießung des Heiligen Geistes heißt, erfüllt sein vollkommen mit dem Heiligen Geist und damit auch alle Sünde ausgetrieben und damit ein reines Herz zu haben. In den ersten Tagen dieser Versammlungen kamen dann auch viele Leute aus der Heiligungsbewegung vorbei, auch berühmte Leute, Theodor Habeck, war Gnadauer Vorsitzender mal gewesen davor und Direktor des Johanneums. Der schaut sich das an. Elias Schrenk, der berühmte alte Evangelist, kommt vorbei und sie sagen, wunderbar, echt, der Heilige Geist wirkt hier, alles super. Aber so mit der Zeit entwickeln sich diese Kasseler Versammlungen 1907 ein bisschen seltsam. Es treten dort Phänomene auf, die nicht allen so gefallen. So ähnlich wie in Wales auch. So, also Leute schreien, Leute zischen, irgendwelche Laute, die man nicht versteht. Leute stehen auf und geben irgendeine Prophetie weiter. So in der ersten Person, so ohne noch dazu zu sagen, so spricht der Herr oder so rufen sie einfach zusammen, ich erlöse euch oder keine Ahnung was. Und ja, das kommt manchen schon komisch vor. Leute kriegen so erste Bedenken, dann wird gesagt, nee, hier, wer irgendwas kritisiert hier, der wird rausgeschmissen. Und die Norwegerinnen, die sagen dem Dallmayr, der ist immer hin und her gerissen, der ist der Leiter dieser Versammlung, mal ist er total begeistert, am nächsten Abend denkt, ist das wirklich alles gut hier, so, er weiß nicht. Dann kommen die Norwegerinnen und sagen, doch, ist alles gut, du musst weitermachen. Und wenn du das nicht weitermachst, hier die Versammlung, dann straft dich Gott. Und außerdem, du musst irgendwie Leute, die das hier kritisch sehen, trennen dich von denen. Also verschiedenste Sachen. Ihr könnt das alles übrigens nachlesen hier in dieser Chronik von Paul Fleisch, Geschichte der Pfingstbewegung in Deutschland. Da ist alles so, wie das alles sich so von Woche zu Woche weiterentwickelt hat. Chronologisch dargestellt, der Paul Fleisch war auch jetzt gar kein Mensch der Bewegung selber. Er gehörte nicht zur Pfingstbewegung, auch nicht zur Gemeinschaftsbewegung oder Heiligungsbewegung. Er hatte damit gar nichts am Hut. Er war ein Pfarrer,
ein evangelisch-landeskirchlicher Pfarrer, der diese ganze Pfingstbewegung für reine psychologisches Gedöns hielt, für Suggestion und Autosuggestion. Aber er fand das irgendwie interessant und hat alles mal erforscht und aufgeschrieben. Von daher sind wir ihm dankbar, dass wir dadurch vieles überhaupt noch wissen. Ja, mit der Zeit, also diese Versammlung ging 4 Wochen insgesamt. Und so nach Woche 2, 3 mehrten sich dann doch langsam die Stimmen, die sagten, das ist irgendwie vielleicht doch nicht so ganz christlich. Ein Prediger, Otto Schopf von der FEG, der war so der Erste, der sowas Kritisches äußerte, weil gerade in freien evangelischen Gemeinden hatte man schon mit schwärmerischen Einflüssen negative Erfahrungen gemacht. Auch vom Gnadauer Verband wurden manche langsam skeptisch. Auch Elias Schrenk änderte seine Meinung und er schrieb einen Brief, dass er doch so langsam den Eindruck hat, da ist ein falscher Geist eingedrungen, man soll die Versammlung lieber abbrechen. Schließlich kam auch die Polizei sogar vorbei und sagte also, die Versammlungen müssen langsam aufhören hier, weil jeden Tag gab es so draußen auf der Straße Massenaufläufe von Leuten, die sagten, was ist denn da los, ich will da auch mal gucken und so. Die Presse hat ständig was darüber geschrieben und auch das Blaue Kreuz, dem das Haus gehört, hat irgendwann gesagt, wir wollen das jetzt nicht mehr weiter an euch vermieten. So wurden die Versammlungen am 2. August 1907 beendet. Es hatte dann noch so im Umland weitere Auswirkungen, denn das Einzugsgebiet dieser Versammlung war ganz schön riesig. Aus einer kleinen Stadt namens Großalmerode, die so 30 Kilometer weg war, waren im Laufe der 4 Wochen ungefähr 100 Mitglieder einer Kirchengemeinde dorthin gepilgert, hatten das mitgekriegt und haben dann in Großalmerode auch ähnliches Zeug veranstaltet. Ja, so dass es da auch Spannungen und Streit gab. Aber so diese Kasseler Ereignisse, wie man sie nennt, von 1907, die gelten bis heute eigentlich so als der Anfang der Pfingstbewegung in Deutschland. Und jeder musste sich jetzt überlegen, was halten wir denn davon? Also so eine Art von Gottesdienst, wie das da in Kassel abgelaufen ist, sowas hatte Deutschland noch nicht gesehen. Ist das jetzt die neue Erweckung, die entscheidende Erweckung der Endzeit? Ist das die Ausgießung des Heiligen Geistes? Ist es jetzt Pfingsten? Und wir sollen uns mal nicht so anstellen wie die Leute in Jerusalem, die sagten, sind die denn betrunken oder so? Sollen wir uns jetzt einfach freuen oder sollen wir warnen, weil es vielleicht doch nicht von Gott ist? Aber was ist denn das dann sonst? Also, kurz nach den Kasseler Ereignissen war Blankenburger Allianzkonferenz, das große Sammelbecken der Heiligungsbewegung. Viele dachten, das wird jetzt das nächste Kassel und jetzt fangen wir hier auch in Zungenreden an, Ausgießung des Heiligen Geistes, aber die Konferenzleitung hielt den Deckel flach und sagte, wir warten erstmal ab, wir schauen uns das alles mal ein bisschen an. 1907 hat dann Heinrich Dallmayr, den wir hier immer noch sehen, einen Widerruf veröffentlicht. Also er hat gesagt, dass die Bewegung, die durch ihn ja nach Deutschland gekommen ist, und er hat das in Kassel zum Durchbruch gebracht, dass er jetzt den Eindruck hat, im Oktober, dass das ein Lügengeist war und nicht der Heilige Geist, der da gesprochen hat. Tja, das war jetzt natürlich allgemeine Verwirrung. Er hat doch selber das hier alles veranstaltet. Jetzt sagt er, das war ein Lügengeist. Die Leute wussten nicht mehr, was sie denken sollten. Es polarisierte sich. Die einen waren dafür, dass es vom Heiligen Geist war. Die anderen waren immer mehr für Lügengeist. Und das war auch regional verschieden. Vor allem in Ostdeutschland waren die Leute eher begeistert davon. In den eher altpietistischen Gegenden, Württemberg und so, waren die Leute eher zurückhaltend. Und ja, es war allgemeine Verwirrung, so traf man sich
am 20. Dezember 1907 zu einer Konferenz in Barmen und hat gesagt, was machen wir jetzt? Am besten, wir machen nichts. Wir schweigen jetzt mal darüber. Und egal, ob man dafür oder dagegen ist, wir streiten uns jetzt nicht, sondern wir reden einfach nicht drüber und gucken mal. Ja, und so hat man das dann gemacht. In der Gemeinschaftsbewegung hat man 2 Jahre nicht drüber geredet. Gnadauer Pfingstkonferenz 1908, Zungenreden, kein Thema. In der Zeit, wo man nichts gemacht hat, hat die Pfingstbewegung sich einfach weiter ausgebreitet. Immer mehr Leute waren begeistert davon, trafen sich auf Konferenzen. 1908 in Hamburg und im Juli 1909 große Mülheimer Pfingstkonferenz mit 1700 Teilnehmern. Mülheim im Ruhrgebiet wurde sowieso jetzt so das Zentrum der Pfingstbewegung. Da gab es vorher auch schon Erweckungsluft, schon 1904, 1905. Da war die Heiligungsbewegung sehr stark gewesen, ein geistlicher Aufbruch, den es da gab. Und jetzt ja, wurde das ein neues Zentrum der Pfingstbewegung. Aber die Gegner wurden auch immer nervöser und immer neue Sachen kamen ans Licht, immer neue Verdächtigungen. Der Dallmayr hier, der sagte, also er hatte inzwischen den Eindruck, das war alles ein bisschen okkult, das hatte was mit Spiritismus zu tun, das war vielleicht ein dämonischer, teuflischer Geist sogar, ein Geist von unten. Und außerdem auch so was, ja, wieso ist das überhaupt so weit gekommen und so, war nicht so der Jonathan Paul daran schuld, weil der so sagte, man kann Sündlosigkeit erreichen und wir haben uns da so reingesteigert und wollten alle sündlos werden und deswegen sind wir jedem auf den Leim gegangen, der gerade irgendwas gemacht hat. Hat das nicht auch negative Auswirkungen, wenn wir sagen, es gibt Leute, die haben eine Geistestaufe und was ist dann mit denen, die keine Geistestaufe haben? Sind das dann schlechtere Christen? Also wenn wir damit anfangen, gibt es dann nicht Streit und Unterscheidungen und Hochmut unter uns Christen? Eigentlich geht das nicht so weiter. Und so trafen sich 1909 dann einige besorgte Menschen, vor allem Walter Michaelis, der Präses des Gnadauer Verbandes, der Leiter der Gemeinschaftsbewegung, aber nicht nur Leute aus der Gemeinschaftsbewegung, auch andere. Es fing zuerst in einem kleineren Kreis an, eine vertrauliche Zusammenkunft von 4, 5 Leuten, die im August 1909 einen Vorentwurf machen, was man so denken könnte über diese neue Zungenbewegung, wie man damals noch nannte. Und dann lud man ungefähr 60 Leute ein aus der Gemeinschaftsbewegung, aus der Evangelischen Allianz, auch aus Freikirchen, verschiedene Gruppierungen zu einer vertraulichen Konferenz am 15. September 1909 nach Berlin in St. Michael, wo man beraten will, vielleicht eine öffentliche Erklärung gegen die neue Pfingstbewegung herauszubringen. Man hat das gemacht und 60 Leute waren zusammen, 56 davon haben dann diese Berliner Erklärung unterzeichnet. Diese Berliner Erklärung, die findet ihr ganz leicht, wenn ihr sie googelt im Internet. Es gibt verschiedene, ihr müsst die von 1909 finden. Die gilt bis heute als eines der wichtigsten Dokumente des Neupietismus, kann man sagen. Ob es ein rühmliches Dokument war, kann man drüber streiten und diskutieren. Manche sagen, es war das schlimmste Dokument und ein sehr tragisches Dokument. Auf jeden Fall ein sehr wirkungsvolles Dokument. Es war kein Bekenntnis irgendeiner Organisation. Es war jetzt nicht der Gnadauer Verband, der das erklärt hat oder die Evangelische Allianz. Es waren 56 geistliche Leiter Deutschlands, die das erklärt haben. Und deswegen kann auch heute, manchmal sagt man, kann nicht die Berliner Erklärung zurückgenommen werden. Wer soll sie zurücknehmen? Alle Leute, die das unterschrieben haben, waren tot und es war keine Organisation, die das verfasst hat.
Egal. Also lest sie euch mal durch. Auf jeden Fall würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal das Video stoppen und die Berliner Erklärung mir mal durchlesen. Eine spannende Erklärung, wo diese Leute vor allem, ja, oder was so hängen geblieben ist von der Berliner Erklärung, war ein Satz, kann man sagen, nämlich diese Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Darauf hat man sich festgelegt. Sie hat manches mit dem Spiritismus gemeinsam. Also es wird bis heute gestritten, was diese Formulierung, die Pfingstbewegung ist von unten, eigentlich gemeint hat. Da kann man noch viel forschen. Es machte jedenfalls den Eindruck, als ob die Unterzeichner dieser Berliner Erklärung die Meinung hätten, dass die Pfingstbewegung etwas teuflisch-dämonisches sei. Nicht von oben, von Gott, sondern aus der Unterwelt oder was weiß ich. Sie sagen auch noch ausdrücklich, wir lassen dahingestellt, wie viel von dieser Bewegung von Gott ist oder vom Teufel oder wie viel auch sogar seelisch sein könnte. Das sind die drei Erklärungsmuster, auf die man nur kommen konnte in der damaligen Zeit. Entweder es ist göttlich oder es ist psychologisch oder es ist dämonisch. Es hat mal ein Tabor-Dozent, Erich von Eicken, dazu ein schönes Büchlein rausgegeben. Das hieß Heiliger Geist, Menschengeist oder Schwarmgeist. Das ist dann nochmal 1988 neu aufgelegt worden, die charismatische Frage, Heiliger Geist oder Schwarmgeist. Eine sehr spannende theologische Analyse. Wer sich damit auseinandersetzen will, was das alles mit Zungenreden und Umfallen und so ist und wie man das beurteilen und durchschauen kann, dem empfehle ich dieses kleine 50 Jahre alte Büchlein von Erich von Eicken. Da kriegt man einigen Durchblick dazu. Tja, Berliner Erklärung 1909 war ein Hammerschlag. Nicht nur wegen dieser Erklärung, dass die Pfingstbewegung von unten sein soll, sondern der Kernpunkt dieser Erklärung ist gar nicht, dass man sagt, oh, wir haben Probleme mit dieser ganzen Ekstase und dem Zungenreden. Der Kernpunkt ist, dass man einen beim Namen nannte. Jonathan Paul wird als der Hauptschuldige verdächtigt. Jonathan Pauls Lehre vom reinen Herzen, das man kriegen könne, das wird herausgestellt, das hat uns als Heiligungsbewegung in den Ruin getrieben, das hat Menschen zu übersteigerten Erwartungen geführt und das hat so eine heiße Sehnsucht entfacht, dass Leute jetzt sozusagen ja, in Phänomene reingeraten sind, die nicht mehr gut sind. Das war jetzt ein Hammerschlag, wie gesagt. Die deutschen Frommen mussten sich jetzt entscheiden, wow, ist jetzt die Pfingstbewegung von oben oder von unten? Und die Gemeinschaftsbewegung hat gesagt, wir nehmen diese Erklärung an. Die Pfingstler waren natürlich total geschockt und sie haben sich schnell zusammengesetzt und haben schon 2 Wochen später eine sogenannte Mülheimer Erklärung rausgehen lassen, wo man sagte, oh ja, puh, passt auf, ja, also manches, was ihr da kritisiert in der Berliner Erklärung, ist schon okay. Also es gab schon manchmal Sachen, die waren ein bisschen unglücklich, da waren Leute überspannt. Es mag auch so sein, dass es da auch schon mal dämonischen Einfluss gegeben haben könnte, aber das waren so einzelne bedauerliche Fehlentwicklungen. Wir dürfen jetzt auch nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Und die Bewegung ist doch auf jeden Fall göttlich und das darf man nicht in Frage stellen, auch wenn mal falsche Prophetien dabei waren und so. Und außerdem Jonathan Paul, die Lehre vom reinen Herzen, der meint das gar nicht so, das habt ihr alles falsch verstanden. Also können wir uns nicht doch irgendwie verständigen. Aber die Gegner der Pfingstbewegung waren inzwischen so, dass sie sagten, nee, wir wollen uns nicht verständigen. Denn man sah, wie immer mehr große Teile der Pfingstbewegung landeskirchliche Gemeinschaften aus dem Gnadauer Verband abzogen und wie sozusagen
ja, die Pfingstbewegung immer mehr sich ausbreitete, Verwirrung stiftete, Gemeinschaften spaltete und man wollte das jetzt unbedingt mit einem krassen Schritt stoppen und man ließ sich da nicht weiter auf Gespräche ein. Auf der Gnadauer Pfingstkonferenz 1910 propagierte Elias Schrenk, der 80-jährige Evangelist, eine gründliche Absage an die Pfingstbewegung. Und die Gnadauer kamen dann so im Laufe des Jahres 1910 so auf eine gemeinsame Linie. Wir stellen uns hinter die Berliner Erklärung, wir sind gegen die Pfingstbewegung. Daneben aber gab es auch Leute, die nicht so dagegen waren, die noch nicht so richtig wussten. Also hier der Mann hier rechts, Walter Michaelis, das war der entschiedene Gegner der Pfingstbewegung, der Präses des Gnadauer Verbandes. Einer, der nicht so dagegen war, das war Theophil Krawilitzki, den wir hier links sehen. Das war der Gründer Tabors übrigens. Es war sogar das Gründungsjahr Tabors, in dem wir uns gerade befinden. 1909 ist Tabor gegründet worden, in einer Zeit, als gerade das mit der Pfingstbewegung total das Riesenthema in Deutschland war. Und Krawilitzki, unser Tabor-Gründer, der sagte, ich kann das nicht nachvollziehen, was in der Berliner Erklärung steht. Ich bleibe neutral. Krawilitzki konnte nicht in Zungen reden, er war auch kein Pfingstler. Aber sein bester Freund war Jonathan Paul. Und dass man geheiligt und sündlos leben könne, das fand der Krawilitzki schon ganz toll. Deswegen sagte er, also ich kann jetzt nicht einfach sagen, dass der Jonathan Paul da nichts erkannt hätte. Krawilitzki sagte, können wir nicht eine Verständigung hinkriegen? Und andere versuchten das auch, die sogenannten Neutralen. Dazu gehörte Ernst Modersohn, Jakob Vetter von der Deutschen Zeltmission und Heinrich Körper von der heute Internationale Hochschule Liebenzell, also von der Liebenzeller Mission. Krawilitzki und Körper, die waren ganz tief in der Heiligungsbewegung drin und sie waren Freunde von Jonathan Paul. Und deswegen organisierte man für den November 1910 eine Konferenz in Pfanzburg in Westpreußen und man veröffentlichte dort die sogenannten Pfanzburger Erklärungen, wo man sozusagen eine Art Einigungspapier zwischen Pfingstlern und Neutralen präsentierte. Es sollte eine große Versöhnung geben, dass man sich gegenseitig nicht verurteilt, dass man zusammenarbeitet, auch wenn man manche Sachen unterschiedlich sieht. Aber diese Position ließ sich nicht durchhalten. Dazu war schon zu viel Porzellan zerschlagen worden. Die Neutralen wurden immer mehr unter Druck gesetzt, auch Theophil Krawilitzki. Es wurde im Januar 1911 eine Sondersitzung des Gnadauer Vorstands organisiert, wo Theophil Krawilitzki vor die Entscheidung gestellt wurde, entweder er unterschreibt jetzt die Berliner Erklärung und sagt sich von den Pfingstlern und von Jonathan Paul los, oder er selbst wird aus dem Gnadauer Verband, aus der Gemeinschaftsbewegung ausgeschlossen. Ja, da hat sich dann Krawilitzki dafür entschieden, doch lieber die Erklärung zu unterschreiben und zur Gemeinschaftsbewegung auch weiter zu gehören. Die weiteren Entwicklungen waren dann so, dass die deutschen Pfingstgemeinden jetzt ihren eigenen Weg finden mussten. Sie waren ausgeschlossen worden sozusagen aus der Gemeinschaftsbewegung. Die landeskirchlichen Gemeinschaften, die die Theologie der Zungenbewegung übernommen haben, die schieden aus dem Gnadauer Verband. Sie bildeten ein eigenes Netzwerk, den Mülheimer Verband. Den gibt es bis heute. Dazu empfehle ich euch dieses Buch, eine tolle Chronik, Jahrhundertbilanz von Eckehard Vetter, wo er die Geschichte dieses Mülheimer Verbandes mal erläutert. Die Leiter dieser Bewegung, der eine hieß Kurt Regeli, der ist schon 1911 dann schon wieder ausgeschieden aus der Begegnung und sagte, also er hält inzwischen 99% für seelische Phänomene. Ein anderer, Eugen Edel,
Der bot dann 1919 seinen Rücktritt von allen Ämtern an, nachdem offenbar wurde, dass er schon lange Jahre im Ehebruch gelebt hat. Der größte Schock war allerdings eigentlich, dass der Jonathan Paul selber einen Rückzieher machte. Jonathan Paul, der entscheidende theologische Protagonist der Pfingstbewegung, der widerrief 1919 seine Heiligungsvorstellungen vom reinen Herzen und so. Ja, hätte er das 10 Jahre früher gemacht, wäre es vielleicht alles gar nicht nötig gewesen, dieser ganze Knall, und man wäre vielleicht zusammengeblieben. Der nächste Leiter der Pfingstbewegung hieß dann Karl Vogée, der setzte dann auch einen eher nüchternen Kurs durch. Überhaupt hier so der Mülheimer Verband, der ist dann ein gar nicht so pfingstlerischer Verband geworden. Also wir sehen hier heute den Präses des Mülheimer Verbandes. Er nennt sich heute Mülheimer Verband der freikirchlich-evangelischer Gemeinden. Eine Freikirche, die aus dieser Pfingstbewegung hervorgegangen ist, aus der Spaltung mit der Gemeinschaftsbewegung. Heute ist es aber so, dass man sich gar nicht mehr als Pfingstkirche sieht. Man hat keine Pfingsttheologie mehr, ist auch organisatorisch nicht mit der Pfingstbewegung verbunden, ist eine Freikirche. Eckhard Vetter selber ist heute der erste Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz. Aber am Anfang des Jahrhunderts war das die Pfingstbewegung. Dieser Mülheimer Verband, der sich dann immer mehr davon gelöst hat. Mittlerweile besteht die Pfingstbewegung in Deutschland aus einem Zusammenschluss, dem sogenannten Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, dem BFP. Da gehören die meisten Pfingstler in Deutschland dazu. Ungefähr 800 Gemeinden mit, sie sagen so, ungefähr 200.000 Menschen, Besuchern, die sie so erreichen. Ungefähr ein gutes Drittel, fast 40% dieser BFP-Gemeinden sind übrigens Migrationsgemeinden, also Gemeinden von Mitgliedern, die einen Migrationshintergrund haben und hier nach Deutschland zugezogen sind. Ja, der Gnadauer Verband hat sich lange Zeit sehr schwer getan mit den Pfingstlern. Das war das große Trauma des 20. Jahrhunderts. Also ich erinnere mich selber in den 70er, 80er Jahren, da galten Pfingstler noch als Leute, mit denen man nichts zu tun haben wollte, als jemand, der zur Gemeinschaftsbewegung gehört hatte. Gnadau, ja, bekam manche Anfragen, ob man nicht sich mal versöhnen will mit den Pfingstlern, aber man hielt doch diese Pfingsttheologie für so verwerflich, für eine Einführung von Zweiklassenchristentum. Und man verschloss sich lange Jahre dieser Annäherung. Erst in den 90er Jahren, kann man sagen, kam man dann langsam zusammen. 1996 kam es zu einer gemeinsamen Erklärung zwischen dem Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz und dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Die internationale Pfingstbewegung ist eine der größten protestantischen Bewegungen, die es überhaupt gibt. Man sagt, also man kann es ganz schwer schätzen, aber wenn ihr so bei Wikipedia guckt, da steht ungefähr 200 bis 600 Millionen Menschen werden heute der Pfingstbewegung zugerechnet, dem pentekostalen Christentum insgesamt, je nach Zählweise. Damit wäre das wirklich der größte Flügel des Protestantismus, den es überhaupt gibt. Die größte Gruppierung von evangelischen Christen auf der Welt sind global gesehen heute die Pfingstler. Vor 100 Jahren entstanden, Azusa Street 1906, ein Wahnsinnswachstum gehabt. Und deswegen, ja, muss man sich mit ihnen auseinandersetzen. Wer noch nähere Literatur will, wir haben viele Bücher dazu. Hier die Holiness Pentecostal Tradition von Vincent Cynan. Walter Hollenweger hat mal ein sehr dickes Buch über enthusiastisches Christentum schon vor vielen Jahren geschrieben. Da kann man viele Erkenntnisse rausziehen und so weiter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Interesse geweckt, euch mit der Pfingstbewegung zu beschäftigen. Es wird noch ein extra Video über die charismatische Bewegung im 20. Jahrhundert geben. Hier ging es jetzt erstmal um die historischen Anfänge
der internationalen und der deutschen Pfingstbewegung.